Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr den Fritz WLAN Repeater 1200 einrichtet und mit eurem Router verbindet. Im ersten Teil des Videos zeigen wir euch, wie ihr die Verbindung per Knopfdruck, also via WPS, herstellt. Im zweiten Teil verbinden wir den Repeater über die Benutzeroberfläche und anschließend wechseln wir die Betriebsart und bauen eine LAN-Brücke. Im Karton befindet sich neben dem WLAN-Verstärker noch ein LAN-Kabel, ein Schoko-Adapter sowie eine Anleitung. Los geht's! Steckt nun den Repeater in eine freie Steckdose in der Nähe eures Routers. In unserem Fall ist es eine Fritzbox 7590. Wartet, bis die LED langsam blinkt. Methode 1: Verbindung via WPS. Drückt nun den Connect-Knopf am Repeater ca. eine Sekunde, bis die LED anfängt schneller zu blinken. Der Repeater befindet sich nun im Anmeldemodus. Ihr habt nun 2 Minuten Zeit, die Taste Connect WPS an der Fritzbox zu drücken. Habt ihr ein älteres Modell mit WLAN-Taste, drückt und haltet diesen für ca. 6 Sekunden. Eine oder mehrere LED am Router fangen dann an zu blinken. Steht die Verbindung, leuchtet die LED am Repeater dauerhaft. Der Repeater hat sämtliche Einstellungen vom Router übernommen. Ihr könnt ihn nun an gewünschter Stelle positionieren. Mehr zur Positionierung gibt es noch am Ende dieses Videos. Methode 2: Verbindung über die Benutzeroberfläche. Der Fritz WLAN Repeater 1200 baut, nachdem ihr ihn in eine Steckdose gesteckt habt, ein eigenes WLAN auf. Damit verbinden wir uns. Den Netzwerkschlüssel findet ihr auf der Rückseite des Repeaters oder auf der Rückseite der beiliegenden Anleitung. Startet nun euren Browser und gebt fritz.repeater in die Adresszeile ein. Falls euer Browser eine Google-Suche startet, gebt http://fritz.repeater ein. Beim erstmaligen Aufruf werdet ihr aufgefordert, ein Passwort zu vergeben, welches ihr euch merken solltet. Ob ihr den Haken bei Diagnose und Wartung drin lasst, bleibt euch überlassen. Im nächsten Schritt müsst ihr das neue Passwort auch gleich eingeben. Willkommen beim Einrichtungsassistenten des Repeaters. Weiter geht's mit Weiter. Zugangsart ändern. Wir wollen eine WLAN-Brücke bauen, um das vorhandene WLAN zu verstärken. Wieder auf Weiter. Wählt hier das WLAN aus, welches ihr verstärken wollt. Der Fritz Repeater 1200 kann WLAN im 2,4 GHz und im 5 GHz Frequenzband verstärken. Hakt die zu verstärkenden Netzwerke an und klickt auf Weiter. Gebt nun den oder die WLAN-Schlüssel der Netzwerke ein. Falls ihr verschiedene WLAN-Namen und verschiedene Passwörter vergeben habt, nehmt den Haken bei gleichen Netzwerkschlüssel für beide Funknetze verwenden raus. Die Verbindungsoption könnt ihr nach euren Vorstellungen anpassen. Ich belasse es hier bei der empfohlenen Einstellung und klicke auf den Button Weiter. Zum Schluss gibt es noch eine kurze Zusammenfassung. Zum Abschluss klickt auf Fertigstellen. Einrichtung abgeschlossen. Noch ein kleiner Hinweis: Falls ihr Mesh aktivieren wollt, bleibt noch kurz dran. Falls nicht, braucht ihr nun nichts weiter zu tun und könnt den Repeater nun dort positionieren, wo das WLAN verstärkt werden soll. Mehr zur Positionierung gibt es, wie schon erwähnt, noch am Ende dieses Videos. Mehr Informationen zu Mesh verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Um zu kontrollieren, ob Mesh aktiv ist oder nicht, loggen wir uns eben auf der Fritzbox ein. Startet euren Browser und gebt fritz.box in die Adresszeile ein. Gefolgt vom Gerätepasswort.
Auf der Übersichtsseite klickt ihr links im Menü auf Heimnetz und auf Mesh. So, hier oben sehen wir bereits, dass der Repeater verbunden ist. Wenn wir nach unten bis zum Repeater scrollen, sehen wir, dass Mesh in diesem Fall nicht aktiv ist. Drückt nun den Connect-Knopf am Repeater für ca. eine Sekunde, bis die LED blinkt. Drückt dann innerhalb von 2 Minuten den Connect-WPS-Knopf an der Fritzbox für ca. eine Sekunde oder, wenn ihr eine ältere Fritzbox habt, den WLAN-WPS-Knopf für ca. 6 Sekunden, bis die LED auch am Router blinken. Nach ca. 2 Minuten ist Mesh dann auch aktiv. Das seht ihr am Mesh-Symbol. Mit einem Klick auf den Eintrag ruft ihr die Benutzeroberfläche des Repeaters auf. Gebt das Passwort ein, welches ihr vergeben habt. Alles klar soweit. In den Einstellungen des Fritz-Repeaters braucht ihr nichts zu ändern, da alles über die Fritzbox gesteuert wird. Kommen wir also zur letzten Methode. Methode 3. Zugangsart LAN-Brücke. Verbindet den WLAN-Repeater mittels LAN-Kabel mit eurem Router. Stellt dann eine Verbindung mit dem WLAN des Repeaters her. Startet euren Browser und gebt fritz.repeater in die Adresszeile ein. Falls es dabei Probleme geben sollte, setzt http://. Davor. Falls ihr auch mehrere Repeater im Einsatz habt, könnte es passieren, dass ihr im falschen Gerät landet. Wir wollen aber nicht den 450E konfigurieren, sondern den 1200. Entweder trennt ihr andere Repeater kurz vom Strom oder geht den Weg über die Benutzeroberfläche der Fritzbox. Falls ihr die IP-Adresse des Repeaters wisst, könnt ihr natürlich auch die verwenden. Weiß ich jetzt aber nicht, also logge ich mich auf der Fritzbox ein. Klicke links im Menü auf Heimnetz und Mesh. Suche mir dann den Fritz Repeater 1200 heraus und klicke auf den Eintrag. In diesem Fall hat er die Adresse 192.168.178.2 bekommen. Ihr werdet wieder aufgefordert, ein Passwort zu vergeben. Welches ihr dann auch gleich mal eingeben dürft. Gleich auf Weiter. Hier ändern wir nun die Zugangsart auf LAN-Brücke. Der Repeater und der Router werden dabei mit einem LAN-Kabel verbunden. Eure Geräte können dann mittels WLAN mit dem Repeater verbunden werden. Ideal, wenn ihr Netzwerkdosen verbaut habt. Wir klicken auf Weiter. IP-Adresse automatisch beziehen ist okay. Hier habt ihr die Möglichkeit, einen anderen WLAN-Namen zu vergeben, auch unterschiedliche für die beiden Frequenzbänder. Die WPA2-Verschlüsselung sollte euer Standard sein. Zudem könnt ihr einen anderen WLAN-Schlüssel einsetzen. Wenn alles eingestellt ist, klickt auf Weiter. Dann folgt noch ein Hinweis zur Mesh-Aktivierung. Da kommen wir gleich noch zu. Zum Abschluss gibt es wieder die Kurzübersicht. Klickt auf Fertigstellen. Einrichtung abgeschlossen. Die Mesh-Aktivierung funktioniert hier genauso wie im zweiten Teil dieses Videos gezeigt.
Wir starten die Prozedur wieder und innerhalb von 2 Minuten sollte Mesh aktiviert sein. Für eine gute Positionierung innerhalb eurer 4 Wände achtet auf die LED. Leuchtet sie dauerhaft grün, ist alles okay. Leuchtet sie allerdings orange, ist die Verbindung nicht optimal und ihr solltet den Repeater näher am Router positionieren. Blinkt sie sogar orange, besteht keine Verbindung mehr. Als zusätzliche Hilfe bietet AVM die Fritz WLAN-App an. Und damit sind wir am Ende dieses Videos. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.